Wir haben mit einer Predigtserie angefangen, wir die Kirche. Und letzten Sonntag haben wir gemerkt, dass Kirche nicht unbedingt ein Kirchenturm ist, ein Gebäude, ein Orgel, ein Lieder, ein Pfarrer, sondern dass wir Kirche sind. Also die Gemeinschaft der Gläubigen ist Kirche. Also dort, wo Leute zusammen sind, hat Jesus gesagt, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist Kirche. Jetzt kannst du mal den anderen anschauen und sagen, du bist Kirche. Das ist ungewohnt, gell? Dass der jetzt Kirche ist. Aber wir zusammen sind Kirche. Das macht es doch viel entspannter, dass wir zusammen Kirche sind. Und heute Morgen geht es um das Thema, wir sind aneinander interessiert. Also meine Frau ist ja sehr an mir interessiert. Aber an etwas ganz speziell. Wenn ich einmal irgendwo so einen Pickel habe, habe ich nicht mehr so viel, ich bin nicht mehr im Teenager-Alter, gibt es vielleicht im Jahr einmal oder so, aber die sieht auch vor mir, dann sind kann ich dir ausdrücken. So. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwo eine Wunde habe oder so, dann liebt sie es, weißt du, ist Krankenschwester und sie liebt so in einer Wunde rumzugehen und irgendetwas. Und heute Morgen habe ich gemerkt, dass ich eine Dorem-Zehe habe, dann habe ich gedacht, kein Problem, wenn sie da aufkommt, dann ist zwar schon ein bisschen entzündet und so. Eigentlich, wenn die aufkommt, die bringt das schon raus. Ich habe probiert mit der Pässe, hätte keine Chance gehabt. Ich habe du weißt, was ich etwas für dich. Dann sagte, was denn? Dann sagte, ja, du hast Preisung, mach dir noch so eine Dore. Könntest du raus? Dann sagte, ja, komm, sofort, kannst du dich da herlegen und so. Und dann ist die Operation vorgegangen, weißt, zuerst mit Desinfizieren und so, mit dem Messer. Und dann hat die gar nicht geschaut, ob es mir schmerzt oder so. Einfach das Ding ausoperiert und eine mega Freude gehabt. So. Und dann am Schluss hat sie gemerkt, ich bin immer noch ein Pyjama. Das war so wichtig für die, eine Wunde zu behandeln. Und das macht sie auch bei den alten Leuten, um das Leben gerne, einfach Wunden behandeln. Also, es geht ja um, sind wir aneinander interessiert? Also, eigentlich sind wir Menschen vor allem an uns selber interessiert. An uns. Das ist schon, wenn das Baby auf die Welt kommt, wir haben das viermal erlebt, der ist zuerst einmal dann musst du Nacht auf, dann kommt er obwohl er ging schlafen, meine Frau hat es gemacht. Aber das ist schon im Mensch drin. Es geht um mich. Und ich weiss, in meiner Jugendzeit, da habe ich das Leben gerne Gleitschirm geflogen, Töpfe gefahren und Bergsteigen. Und dann hatte ich da so ein paar Kollegen gehabt, aber die restlichen Menschen haben mich nicht interessiert. Bis dass ich den Unfall hatte, wo Gott nicht zu mir geredet hat. Und zwar sehr, sehr deutlich. Ich habe auch einen schwerhörigen Bursch und ich habe es dreimal akustisch gehört. Also so, wie jemand zu mir redet. Und jedes Mal angefangen mit Markus. Und ich bin hängerklüpft. Und ich merkte, hey, was ist los? Und dann sagt er mir, weide meine Schafe. Und ich dachte, was bedeutet das? Ich gar nicht gewusst, was in der Bibel steht. Da heisst es, wo Jesus dann sagt, zu einem von seinen Jüngern, weide meine Schafe. Schafe sind Leute, die an Gott interessiert sind oder solche, die mit Gott unterwegs sind. Weide meine Schafe. Und dann haben Leute mir das einfach sagen, du, ich habe das Gefühl, für dich ist ein Bibelvers, weide meine Schafe. Ich habe x Karten bekommen, an Neujahr haben wir so ein Kärtchen ziehen, an Silvester, dann weide meine Schafe. Ich habe drei Krawatten bekommen mit Schäfchen drauf von Leuten, die das gezeichnet haben, weide meine Schafe. Das Gefühl, jetzt würde ich noch Schafbauer. Aber es war nicht nur das mit eben sonst Schaf, sondern eigentlich in Menschen investieren, interessiert sich an Menschen. Und ich habe mir gerade gestern überlegt, wenn ich hätte weiter da Bergsteigen, vielleicht wäre ich mal am Mount Everest gewesen oder irgendwo, aber das wäre das schon. Was, ja, vielleicht noch ein bisschen Höhenflügel. Was wäre das schon? Im Verhältnis für all die Menschen, die hier sitzen, die in den letzten Jahren Jesus gelernt kennen. All die Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus bekommen. Wenn ich das vergleiche, dann muss ich sagen, es hat sich 100-mal gelohnt. Für all die Ehen, die gesund wurden. Für die Familien, die in die Ordnung von Gott sind. Wo so viel Gutes passiert ist. Für Leute, die keinen Job haben, die jetzt einen Job haben. Solche, die ein Finanzdesaster haben und jetzt sogar ein eigenes Haus haben. Was alles passiert ist über die Jahre. Dann muss ich sagen, Gott, es hat sich gelohnt, in andere Menschen zu investieren. Und schau, das ist etwas vom Besten, wir können sonst Menschen investieren. Und schau, Jesus ist unser grosses Vorbild. Als Jesus ja schon gekreuzigt wurde, sind die Jünger ganz allein gewesen. Als die Jünger ganz allein waren, waren sie ja verzweifelt gewesen, was passiert jetzt? Dann sind sie ein See Genezareth fischen. Und dann haben sie gefischt, nichts gefangen. Obwohl da das Berufsfischer darunter kam. Ganze Nacht nichts. Dann morgen ist Jesus dort am Ufer vom See Genezareth und fragt, wie geht's euch? Habt ihr etwas gefangen? Er sagt, nein, gar nichts, ist für nichts. Dann hat Jesus gesagt, du das Netz auf der anderen Seite auswerfen. Und das ist in der Macht. Und einen riesen Fang gemacht. So einen Fang hat Meister Petrus noch nie gesehen. Er hat gesagt, wow, so viele Fische. Dann war Jesus am Ufer und hat für sie
Fisch abbrätelt auf einem Feuer und hat Brot geröstet und so weiter. Ein tiptops Frühstück gemacht. Und dann sind die zusammengekommen, die Jünger, und hat ihnen gesagt, hey, wie geht's euch, wie seid ihr unterwegs und so weiter. Hat sich interessiert für jeden von diesen Jüngern, wie geht's euch jetzt? Und dann am Schluss von diesem Essen lesen wir Johannes 21, Vers 15, wo er sagt, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Und er sagt noch einmal, weide meine Schafe. Und er sagt noch einmal, weide meine Schafe. Und jetzt in diesem Text sehen wir drei Sachen. Das erste ist, gemeinsam essen. Und das zweite ist, dass wir los auf das, was Gott sagt, und es tun. Und das dritte ist, dass wir Beziehung pflegen. Und jetzt zum ersten, gemeinsam essen. Schau, Jesus ist auf die Welt gekommen und er hat es geliebt, mit Leuten zu essen. Wir lesen hier im Vers 15, als sie gefrühstückt hat, nach dem Morgen. Und weißt, das hilft oft, nach einem Morgen Sachen anzusprechen, die ein bisschen heikel sind. Wir haben das auch schon in der Seelsorge gemerkt, wenn zwei miteinander einen Streit haben, haben wir einmal gesagt, du, wir gehen zusammen miteinander essen, dann haben wir es nachher angesprochen, weil davor ist einander fast am Kopf genommen. So. Und manchmal hilft es, wenn schon etwas im Bauch ist. Wenn du etwas im Bauch hast, bist du weniger so ein bisschen geladen. Und darum hilft es nach einem Essen. Und schau, Jesus hat nachher mit einer Person speziell reden. Mit dem Petrus. Und die anderen zwölf hat er lasiert, nur mit einem reden. Er hat etwas ansprechen. Und weißt du, wie speziell ist, wenn Jesus mit dir persönlich reden will? Ich war jetzt gerade in Südafrika, bei meinem Mentor, bei Bert Pretorius. Es war eine riesige Konferenz mit 20'000 Leuten. Und 2'000 Pastoren aus der ganzen Welt. Und jeder hat eigentlich gerne noch mit ihm ein Gespräch gehabt. Und nachher hat er gerade einen Nierenstein gehabt, hat ins Spital müssen operieren, ist er am Ende der Konferenz wieder heimgekommen. Und dann ist er aus dem Bett gekommen, am letzten Tag, wo die meisten sind abgereist. Und dann plötzlich kommt das Telefon und sagt, Markus, ich möchte nur mit dir ein Gespräch haben. Und ich dachte, wow! 2'000 andere Burschen gehen alle heim. Und der Bettler da aus dem kleinen Schweizli, verstehst du? Das sind andere, die riesige Kirchen haben von 20, 30'000 Leuten. Und hier wird so einfach, dass der an mich denkt. Wow, das ist aber cool. Klar, das Gespräch war doch ein bisschen herausfordernd. Manchmal muss man etwas hören, was man nicht gerne hört und so. Aber das gehört ja auch zum Leben, gell? Es hat kein Essen gegeben. Aber ich hatte nachher gleich einen Haufen zum Verdauen. Auf jeden Fall hat jetzt Jesus mit dem Petrus allein das Gespräch gehabt und hat ihn gefragt, wie es ihm geht. Und das ist noch interessant. Der Petrus ist der, der ihn am stärksten gefrustet hat. Vorher hat er gesagt, bevor er gekreuzigt wurde, hat Petrus gesagt, ja, den Jesus kenne ich nicht. Nein, den kenne ich nicht. Dann nochmal nachher gefragt wurde, ja, den habe ich gar nichts zu tun. Und Jesus gehört das alles zusammen. Jetzt überleg dir mal, wenn die Person, die dich in deinem Leben am stärksten gefrustet hat, irgendeiner, wenn du denkst, kommt dir vielleicht irgendeiner sofort in den Sinn, ja, der. Jetzt tust du ihn einladen zum Zmörgeln. Vielleicht käme er ja gar nicht, aber wenn er jetzt käme, du tust ihm zum Zmorgen gar nichts erzählen, was er als Versehen gemacht hat. Gar nichts. Einfach gemütlich, frisch und fröhlich. Und am Schluss stellst du nur die Frage, liebst du mich? Weißt du, wie krass das ist? Und Jesus ist hier zum Täter gegangen, zu fragen, wie es dir geht. Wir gehen ja oft zu den Opfern und sagen, wie geht es dir, du armes Schäfli? Jetzt hast du halber brav auf den Kopf bekommen. Dann schauen wir zu diesem Schäfli. Aber auch der Täter ist ja verletzt. Und weißt du, was ich so cool finde bei Jesus? Der geht zum Täter und zum Opfer und zu allen und fragt, hey, wie geht es dir? Und er stellt vor allem eine Frage, liebst du mich? Das finde ich so etwas von schön. Wo ist ein Gott, der fragt, wie geht es dir? Liebst du mich? Das ist so einzigartig. Und Jesus hat das oft beim Essen gemacht. Er ist auf die Welt gekommen und das erste Wunder, das er gemacht hat, war an einer Hochzeit zu Kanaan. 600 Liter Wasser zu 600 Liter Wein gemacht und vom besten Wein, das es jemals hat auf diesem Erdboden. Von super Wein beim Essen. Darum war man gerne mit Jesus zusammen, weil man nie gewusst, was passiert. Oder als Zachäus auf dem Baum oben ist, gesagt, komm runter, wir wollen mit dir essen. Und jetzt gäbe es x Storys, wo Jesus mit den Leuten ist essen. Das hat die fromme Crew geärgert. Dann ist er gesagt, das ist ein komischer Typ, der ging am Essen und Trinken. Und nachher sagt Jesus im Lukas Evangelium, im 7. Kapitel, Vers 34, des Menschensohn ist gekommen. Und es gibt dreimal in der Bibel, was heisst, des Menschensohn ist gekommen.
Und zweimal von dem heißt es, des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und nachher, das dritte Mal, sagt er, des Menschensohn ist gekommen, der isst und trinkt, da sagt ihr, siehe, wie ist der Mensch, ein Fresser und Weinsäufer, der Zöllner und Sünderfreund. Weißt du, was ich so schön finde? Dass Jesus der Freund ist von denen, die es vergeimt haben. Von denen, die Fehler gemacht haben. Von denen, die es manchmal zum Himmel stinkt. Genau für die ist er gekommen. Er sieht nicht für die Gesunden, die brauchen Jesus nicht, die brauchen den Arzt nicht, sondern die, die im Herzen ein Seich gemacht haben. Geht es euch nicht manchmal so, dass du das Gefühl hast, ich bin der letzte Dreck auf Erdboden? Geht mir manchmal so. Wenn ich einen Fehler mache, dann denke ich, Bettler, hast du es noch nicht gecheckt, bist immer noch am gleichen Ort. Willkommen im Club. Das gehört zum Leben, dass wir Fehler machen. Und er ist ein Freund von denen. Jesus ist ein Freund von denen. Schau, die Jünger haben dann gelernt von Jesus, Essen ist immer eine gute Sache. Dann sind die ersten Christen zusammengekommen, jeden Tag zum Essen, zum Austauschen. Und dann fragen, wie geht's dir und so. Und dann haben sie auch die Nachbarn eingeladen. Es sind ganz viele Nachbarn gekommen und haben sie gefragt, wie geht's dir? Haben sie für einen gebetet, der gerade ein Problem hatte auf der Bühne? So, wenn einer finanziell Probleme hatte, haben sie einander geholfen. Sie sind zusammengekommen zum Essen und es heisst, sie waren eine fröhliche Gesellschaft, eine gute Gemeinschaft. Und dann haben sie einander dienen. Das ist Chille. Genau das war die erste Kirche. Und das hat solchen Einfluss gehabt, dass sie das gesamte Römische Reich hat durchdrungen hat. Das, was das Römische Reich ist, zusammengefallen, hat die Christen die Führung übernommen. Sie sehen, wir haben einen Sozialstaat aufgerichtet, um den Armen und den bedürftigen Menschen zu helfen. Zum Beispiel der Senator von der Provinz Bithynien, in der jetzigen Türkei, der hat einmal dem Kaiser, dem Trajan, geschrieben, was soll ich machen? Was soll ich tun? Die Christen treffen sich zu gemeinsamen Mahlzeiten, welche eine enorme Anziehungskraft haben, sodass sie immer mehr Anhänger erhalten. Dann hat der Kaiser gesagt, jetzt machen wir folgendermaßen: Alle Vorgesetzten müssen das auch machen. Ladet die Leute ein zum Essen. Aber weißt du was? Es hat nicht funktioniert, weil die also nur Seich erzählt. Verstehen Sie, man sagt, Gott kann nicht her und so. Es hat nicht funktioniert. Warum nicht? Weil Jesus nicht im Herzen ist. Wenn Jesus da innen ist, dann erzählen wir das Gute, ermutigen und sagen, hey, super bist du unterwegs. Ich habe so Freude an dir. Einander ermutigen. Das ist das, was das Reich Gottes ist. Zusammen essen und miteinander unterwegs sein. Schau hier, Chile, wir lieben es zu essen. Also, für das gibt es das christliche Lebenszentrum. Da machen wir jetzt so neue Küche und so. Gibt es Mitarbeiteressen, dann gibt es Restaurantleiteressen, dann gibt es Leiteressen. Am Freitagmorgen haben wir halb 35 Frühgebet hier mit dem Vorstand, mit der Leiterschaft. Dann gehen wir zusammen zu mörgeln. Und das ist aber lustig, was wir da alles erzählen und ermutigen und füreinander beten. Oder auch der Kleingruppe. Von 7 bis 8 immer zusammen miteinander zu Nacht essen und gute Stimmung. Manchmal sogar ein gutes Gläschen Wein und so. Eins Gläschen Wein, ja. Und genießen es so. Schau, Essen ist nicht zu unterschätzen. Vielleicht könntest du überlegen, könnte es sein, dass ich irgendeinmal im Monat irgendjemanden einlade zum Essen. Jemanden vor Kirche und jemanden außerhalb von Kirche. Das wäre also, im Monat tust du 90 Mal essen, wenn du morgens, Mittag und Nacht isst. Ist jetzt von 90, würdest du zweimal lassen, dann kannst du 88 Mal immer noch das Futter selber essen. Aber zweimal könnte ich sagen, ja, okay, Himmelade nicht, aber ich gehe mal mit dem ein Käffchen trinken. Weißt du, was das für eine andere Lebenshaltung gibt? Wir sind grosszügig, wir beschenken Leute beschenken mit einem guten Essen, erzählen von diesem wunderbaren Reich und es begeistert uns. Und weißt du was, das ist Chille. Das ist nicht so eine stiere Sache, wo du eine Stunde absitzt und dann gehst du wieder heim. Sondern Chille ist miteinander das Leben teilen. Also das Erste, was wir gelesen haben, ist, als sie nun gefrühstückt hatten. Jetzt kommt der zweite Teil. Das heisst, die Stimme zu hören. Es ist so entscheidend, wenn wir die Stimme von Jesus hören. Und jeder von uns hört das. Jeder hört die Stimme vom Heiligen Geist. Das ist ein Gedanke, der kommt. Und dann nimmst du den wahr und merkst plötzlich, jetzt hat Gott geredet. Dann tust du das, was er geredet hat. Wir lesen hier weiter im Vers 15. Jesus spricht zu Simon Petrus, Simon Jona, liebst du mich mehr als diese? Was meint er recht mit dem «diese»? «Diese» kann ja bedeuten, ah, liebst du mich mehr als die anderen Jünger, die anderen paar Knilchen, da liebst du mich mehr. Das könnte die «zehnte» bedeuten. Aber ich möchte noch etwas anderes aufzeigen. Jetzt haben sie gerade einen Fischfang gemacht mit 153 Fischen. So etwas hat Petrus noch nie gesehen. 153 Fischen.
Und jetzt nach dem Essen kann ich mir vorstellen, dass natürlich der Petrus mit die hat eine grosse Firma gehabt, mit Fischerei und Söhne AG und so. Der ist nachher hergezählt. Er darf erzählen, okay, 140, 41, 42, 43. Und Jesus hat ihm gerufen, Petrus, Petrus. 145, 46, 47. Petrus, 148, 149, 150. Petrus, 151, 152, 153. Ja, 153 Fische, hast du das einmal gesehen? Das ist ja gewaltig. Dann, was still ist worden, hat Jesus noch gefragt, Petrus, liebst du mich mehr als die 153? Liebst du mich mehr als die Erfolg? Liebst du mich mehr als das, was du für ein riesen gutes Erlebnis gemacht hast? Schau, das ist das, was Jesus immer wieder fragt. Manchmal sind wir gerade so gut drauf, ein neues Buffet kommt und denken, leckes, cooles, neues Auto, wow, so ist das gut. Und denke, das ist gerade super, unser Herz ist dort. Und Jesus fragt, liebst du mich mehr als das? Das ist uns allen schon passiert. Du bist manchmal so voll und sagst, jetzt läuft es gut, es läuft gut. Dann fragt Jesus, liebst du mich mehr als das? Das ist die Frage. Und wie hat jetzt Jesus gefragt? Das Wort Liebe gibt es im griechischen Grundtext gibt's drei Arten von Liebe. Wir im deutschen Sprachraum sind ein begrenzt mit einem Wort von Liebe. Aber im Grundtext gibt es das Wort Agape, das ist die göttliche Liebe. Phileo, das ist die kameradschaftliche Liebe. Eros ist die sexuelle, erotische Liebe. Und jetzt fragt Jesus hier als erstes die Agape-Liebe. Sagt, liebst du mich mit dieser göttlichen, übernatürlichen Liebe, wo du den anderen liebst, wenn er schwierig tut, wenn du den anderen liebst, der dich sogar ablehnt, wenn du den liebst, der dich sogar verletzt, den, der dich enttäuscht, liebst du den, wo du sogar bereit bist, sein Leben für dich zu geben, auch wenn gar nichts zurückkommt, wenn es ganz schwierig ist, liebst du mich mit dieser Liebe? Und der Petrus hat dann antwortet, du weißt, dass ich dich liebe und nimmt das Wort Phileo. Er sagt, du weißt, ich liebe dich auf der menschlichen Ebene. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich liebe dich emotionell. Ich liebe dich mit meinen Gefühlen. Ich liebe dich, was da innen ist. Und nachher stellt Jesus wieder die Frage. Und sagt nochmal, liebst du mich mit dieser göttlichen Liebe, mit dieser übernatürlichen Liebe, mit Agape? Und noch einmal sagt Petrus, du weißt, ich habe es nicht geschafft. Ich hätte dich nicht so lieben. Und Petrus ist traurig und fängt an zu weinen und sagt, Jesus, du weißt ja alles. Ich habe versagt. Ich kann dich nur lieben von meinem Herz, von meinen Gefühlen. Aber ich habe es nicht geliebt, dich zu lieben, wo man eventuell sogar mir hat das Leben genommen. Ich habe es nicht geschafft. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Jesus bleibt nicht da oben, weißt du, und sagt, hey, du müsstest eigentlich auf die Ebene kommen für göttliche Liebe. Sondern Jesus kommt oben runter und spricht dann der Petrus an mit der Phileo-Liebe zum dritten Mal. Und sagt, Petrus, liebst du mich mit dieser freundschaftlichen Ebene von deinem Herz, von deinen Emotionen? Und Petrus weint und umarmt Jesus und sagt, ja, du weißt, ich liebe dich mit dieser menschlichen Liebe. Und das finde ich so gross an Gott. Manchmal schaffen wir es nicht, dorthin zu kommen, wo er kommt. Aber er kommt runter. Und manchmal ist nur so viel Liebe von uns zu ihm. Manchmal wissen wir nicht einmal, ob wir ihn lieben. Aber wenn er einen kleinen Funken sieht von Liebe, sagt er, hey, ich will wieder dein Herz. Und das finde ich so einzigartig, Gott zu kennen, wo, wenn er einen Funken Liebe bei dir sieht, kommt er und sagt, hey, liebst du mich? Und dann sagst du, ja, Herr, du weißt ja alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Und das finde ich so einzigartig, an einem Gott, den er so liebt. Schau, Gott ist mehr interessiert an dir, als du noch denkst. Und schau, darum brauchen wir hier einander. Um einander zu lieben mit dieser Liebe, die göttlich, die übernatürlich ist, aber auch mit dieser Liebe Phileo. Und es ist Liebe einander. Und schau, Jesus hätte ja dem Petrus sagen können, schau, wenn du vorher im Garten Gethsemane wärst, gebeten, anst einschlafen. Die hättest du überwinden können. Aber jetzt bist du eben nicht bei Gott Liebe geholt. Darum hast du nichts gehabt. Aber du hättest bei Gott Liebe holen, dann hättest du eine Liebe gehabt und hättest es geschafft. Aber Jesus macht null Vorwurf. Und weißt, das ist so einzigartig, dass wer länger mit Gott unterwegs ist, der weiss, der Jesus macht dir nie einen Vorwurf. Ich kenne ihn schon seit vielen, vielen Jahren und er hat mir noch nie einen Vorwurf gemacht.
kann ich sagen, das unterscheidet sich von allen anderen Göttern. Jesus hat immer Verständnis gezeigt für mich. Er hat mich immer geliebt, wie ich bin, immer angenommen, wie ich bin. Das macht er auch bei dir und das unterscheidet sich von allem anderen. Auch wenn wir den Grund nur versagt haben, ist er der, der sagt, und ich gehe mit dir den Weg weiter. Wenn ich nur ein kleines Fünkchen von dieser Liebe sehe. Nur so viel. Jesus hat selber den Jüngern gesagt, schau, ihr müsst die Liebe bei Gott holen. Ihr könnt es nicht selber produzieren. Was ihr nicht von Gott habt, ihr könnt gar nicht lieben, wenn ihr es nicht von ihm habt. Und er bringt ein Beispiel. In Johannes 5 sagt er nachher, im Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn, was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Er sagt, schau, ich habe es vom Vater genommen. Ich bin schon morgen mit dem Vater zusammen. Ich habe mit ihm geredet. Und er hat zu mir geredet. Er hat gesagt, heute ist jetzt Zachäus auf dem Baum. Dem gehst du essen, gell? Und heute ist die Frau am Jakobsbrunnen. Die hat schon 6 Ehen hinter sich. Ist total kaputt. Aber denk an sie und gib ihr Wasser. Wenn wir wüssten, was das für ein Gott ist, der uns liebt in allem Scheiß innen. Was das für ein Gott ist, der sagt, heute ist dort eine Person, die kaputt ist. Schau, wir sind berufen zu dem, Menschen, die kaputt sind, das zu geben, was er sagt. Schau, Jesus ist nicht bei jedem gegangen, sondern nur bei dem, was der Vater hat vorbereitet hat. Wenn wir an jedem Interesse haben, dann sind wir ja kaputt. Das können wir gar nicht. Aber wir müssen nur an dem Interesse haben, was Gott uns sagt. Hören, was der Heilige Geist sagt und dann das tun. Und darum ist es ganz einfach. Ich habe keinen Stress. Manchmal gibt es einen Tag, wo ich merke, der Herr sagt, heute ist gut, du musst gar nichts machen. Und manchmal habe ich das Gefühl, jetzt sagt er, letzte Woche mal hat er mir einen Tag gesagt, ganz schnell aufs Thun ins Spital den Mann besuchen. Und ich sagte, du weißt was, meine Agenda, und wir wissen nicht, wie ich das machen soll, und Thun, solcher Verkehr, ganz mühsam, das schaffe ich gar nicht. Und weißt du, was ich gemerkt habe? Es lohnt sich immer, zu hören und zu gehen. Je mehr dass du hörst und tust, je mehr lebst Gott. Dann bin ich zu diesem Mann hergegangen, und das war so eine Begegnung mit Gott. Er hat so eine Begegnung mit Gott, und ich habe gesagt, zum Glück bin ich gegangen. Oder jetzt hier im Spitzwiller ist an einer Frau der Mann gestorben. Und dann sagt Gott, hey, geh so schnell besuchen und frag, wie es ihr geht. Dann sagt sie, du bist auch der Einzige, der vorbeikommt. Weißt du, wir sind berufen, Interesse zu haben an denen, die Gott Interesse hat. Ich habe von ganz vielen Menschen die Geburtstage in meinem Handy, die Jesus nicht kennen. Und die sagen mir oft wieder, du bist auch der Einzige, der an meinem Geburtstag an mich denkt. Interesse an Menschen. Schau, etwas hat zu tun, man muss Menschen mögen, M und M. Einfach Menschen lieben. Und wenn wir Menschen lieben, dann sind wir bereit, das zu tun, was Jesus will. Wir sind nicht berufen, einfach so ein religiöses System zu sein, sondern ein Herz zu haben für Menschen. Und da hat uns Gott berufen. Wie wäre es, wenn jeder von uns würde jeden Morgen fragen, Gott, was hast du heute parat? Jemand ihm ein WhatsApp schicken? Das SMS. Irgendetwas. Dann merkst du, es ist gut. Zum Beispiel, es gibt hier einen Spitzort, wo ich meine Blumenalben kaufen gehe für meine Frau. Und dann habe ich die mal gefragt, gibt es irgendetwas, was man für dich beten kann? Dann hat sie gesagt, oh ja, mein Ross ist gerade umgekehrt. Ist gar nicht gut. Ist ein Boden Tierarzt oder so. Dann habe ich gesagt, weißt du, was ich bete jetzt gerade, dass es wieder aufsteht. Kannst du dann auch schauen, wenn du heimgehst. Das nächste Mal, als ich gesehen habe, habe ich gefragt, wie geht es dir jetzt? Du, das glaubst du nicht. Das Ross ist nachher gestanden, als ich heimgekommen. Das wirkt. Dann habe ich gesagt, hast du sonst noch etwas, das man beten kann? Dann habe ich gesagt, hast du schon einen Freund? Nein, nur noch keinen. Dann habe ich gesagt, jetzt beten wir für einen Freund. Jetzt frage ich mich, wie weit sind wir anfangen? Weißt du, doch die täglichen Sachen vom Leben, das hat doch mit Leben zu tun und nicht mit Religion. Jesus ist gekommen, um Kirche zu bauen, die diese Gesellschaft durchdringt. Und man merkt, da ist so viel Liebe, Annahme, Vergebung und Wertschätzung. Und wir sind die das positiv Ermutigende weitergeben. Und so macht Kirche Spass wie verrückt. Mir macht das auf jeden Fall Freude. Noch der letzte Punkt. Beziehung pflegen. Schau jetzt, der Petrus sagt im Vers 15 folgendes. Er sagt nach, weide meine Lämmer. Die Lämmer sind die, die frisch zum Glauben kommen. Und die Schafe sind die, die entweder noch nicht im Stall sind oder die, die schon im Stall sind. Und wir sollen uns um Menschen kümmern. Schau, um Menschen. Das ist unsere Berufung. Was noch interessant ist, er sagt, liebst du mich? Dann weide meine Lämmer. Wenn du mich liebst, wirst du zu meinen Schafen schauen. Jetzt musst du fragen, habe ich Schafe? Gibt es Menschen, die ich investiere?
Zuerst ist deine Familie. Wenn du deiner Familie ständig Ermutigung, Wertschätzung und Achtung geben kannst, dann passiert etwas. Dann passiert etwas. Schau, es ist manchmal so schwierig, auch manchmal als Väter oder als Mütter, und wenn man Sachen sieht, die nicht so gut sind und so, dann sage ich, Gott, aber ich will eins. Ich will das Positive sehen, ich will das Gold sehen, ich will das Gute sehen. Das heisst nicht, dass wir nicht auch korrigieren, verstehe, das hat auch zu tun. Aber es hat zu tun, dass die Leute aufwachsen mit Wertschätzung, mit Achtung und Ehre. Liebst du mich, dann weid meine Lämmer. Und schau, was uns ja nährt, ist das Wort Gottes. Das ist die Nahrung, das ist das Futter, die Bibel. Wenn wir die Bibel lesen, nährt das uns. Jetzt sind wir gerade wieder in der Festigungskurs mit den Leuten, die zum Glauben kommen. Und jetzt sind wir an der Bibel durchgegangen und merken, wow, das macht so Freude, das ist so gute Nahrung. Und die Leute fangen die Bibel lesen. Anfangs Jahr durfte ich jemanden zu Jesus führen, der in einer herausfordernden Situation war. Und für mich ist die berührendste Geschichte in diesem Jahr, die ich erlebt habe, mit Abstand. Und der Mann darf die Bibel lesen, das Johannes-Evangelium ist jetzt in der Offenbarung. Und offenbar aber nicht einschlafen können, Schlafmedien-Sachen braucht und so. Und jetzt sagt er, wenn ich am Abend die Bibel lese, schlafe ich sofort ein. Es gibt kaum 2-3 Minuten und ich schlafe ein. Weißt du, was für eine Kraft das Wort Gottes hat, wenn das in uns innen ist? Es nährt unseren Geist. Es nährt da innen. Die ganze Nacht nährt das Wort Gottes und du bist am Morgen wie genährt. Dann hast du wieder Wort Gottes. Dann gehst du das Wort Gottes. Ich kann dir sagen, das ist so ein Liebesbrief. Das ist so ein Liebesbrief. Und was wir den Menschen weitergeben können, ist der Liebesbrief von diesem Gott. Schau, es wird einen Tag geben, wo wir alle zusammen vor diesem Gott werden stehen, vor diesem Jesus. Und dann wird er fragen, was haben wir gelebt? In Johannes 25 lesen wir Folgendes. Da sagt dann Jesus selber, der König, tut dann sagen, schau, jetzt hat er, wie wir dienen oder so. Und dann fragen wir, wie haben wir dem dienen? Dann sagt er ab Vers 37, dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du dann hungrig gewesen? Und wir haben dir zu essen gegeben. Oder durstig, und wir gaben dir zu trinken. Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hast du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen, was ihr einem meiner geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Offenbar ist Jesus mit ihm Nachbar, der auf dem Weg zu Jesus ist, der dringend Ermutigung braucht. Offenbar ist Jesus bei jemandem hier in Kille, der dringend nächste Woche ein Psychli braucht. Offenbar ist Jesus bei Menschen, beim Arbeitskollegen, der vielleicht ganz schwierig ist, und du ermutigst ihn. Offenbar ist Jesus dort. Schau, die Frage ist, sind wir interessiert an Menschen? Wir sind die vorige Woche zusammen im Tessin in der Ferien in Zürich. Wir sind dort gegangen, Bike klettern und mir ist richtig gefreut. Jetzt, Ferien! Und dort, wo wir waren, in diesem Appartement, ist von einer ganz reichen, älteren Frau. Am zweiten Abend haben wir sich mit ihr getroffen. Und in diesem Moment hat der Heilige Geist zu mir, bist du interessiert an diesem Leben? Weil sie ist auf dem Weg, Jesus kennenzulernen. Und dann hat sie aus dem Leben erzählt, ganz vieles. Und dann hat sie gesagt, komm, wir machen am nächsten Abend noch miteinander Wein trinken. Hat noch sonst Verwandte eingeladen und so. Dann haben wir den ganzen Abend von diesem Reich, von diesem Gott können erzählen, wie gut Gott ist. Es war so eine offene Atmosphäre. Ich kann dir sagen, so richtig offene Herzen. Und am letzten Tag, bevor wir abgefahren sind, ist das Mütterchen nochmal durchgekommen. Und ich merkte, sie ist wie parat. Wir auch für sie können beten, sie hat noch heiliger lebt und so weiter. Und dann sagt sie, schau, jetzt will ich das. Und wir können für sie können beten, dass sie Jesus ins Herz eingeladen hat. Er hat das 97-jährige Mütter gesehen, Tränen überströmt. Er hat jetzt habe ich es gefunden. Ich habe es mein Leben lang gesucht. Jetzt bin ich wie angekommen. Aber das ist das, dass wir Interesse an Menschen haben. Und schau, Jesus liebt uns über alle Maß. Und die Frage ist, liebst du Jesus? Dann weid seine Lämmer. Sie gehören nicht uns, sondern ihm. Wir werden noch still zum Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist und ein anderes Reich gebracht hast, als man gewohnt war. Du bist nicht gekommen, Religion zu bringen, sondern um Leben zu bringen.
Eine Gemeinschaft von Leuten, die mit dir unterwegs sind, die einander achten, lieben und ehren. Und ich bitte, dass du uns freisetzt im tiefsten Herzen, dass wir auch wieder freigesetzt sind, um zu achten, zu lieben, zu ehren und Interesse an anderen zu haben. Und hilf uns, dass wir nie die Erwartung haben, andere müssen uns lieben. Sondern dass wir sagen, wir lieben andere. Dass wir nicht die Erwartung haben, andere müssen uns einladen zum Essen, sondern wir laden ein zum Essen. Nicht, dass wir die Erwartung haben, ja, hier kommt niemand auf mich zu, sondern ich gehe auf Leute zu. Du sagst, Jesus, geh, mach glücklicher als nein. Lass uns grosszügige Menschen sein, die Liebe, die Kompliment, die Anerkennung, die Wertschätzung weitergeben, damit Menschen in das wunderbare Reich kommen von dir. Ein Reich vom Frieden, von Freude im Heiligen Geist. Gang bei jedem vorbei und gib jedem einen tiefen Frieden. Im Namen Jesus. Amen.